als aktive Frau der heutigen Zeit sind wir oft mit Organisieren, Managen und Funktionieren beschäftigt, sodass kein Raum mehr für Stille und Sein vorhanden ist. Aber gerade dieser männliche aktive Pol unserer Gesellschaft braucht dringend Ausgleich des weiblichen Gegenpols. Das passive Sein oder Nichtstun, damit wir uns wieder regenerieren und auf uns selbst besinnen können. Zudem formen wir ein neues Bild einer selbstbestimmten, eigenständigen Frau, und zwar die wilde Frau. Sie ist frei und ungezähmt und unabhängig vom Urteil anderer Menschen. Sie tanzt ausgelassen mit dem Leben, ist verbunden mit ihrer Intuition und wehrt sich, wenn ihr etwas nicht passt. Sie gibt sich selbst den Raum, den sie zum Leben braucht. Und da gibt es ein schönes Zitat vom Osho. Dance like no one is watching. Love like you never will be heard. Sing like no one is listening. And live like it is heaven on earth. Neben dem Stärken der femininen Qualitäten geht es auch darum, diejenigen Kräfte in uns anzuschauen, die uns daran hindern, unser weibliches Potenzial zu entfalten. Da gibt es viele Glaubenssätze, moralische Werte, Selbstkritik, Scham und Angst, die es aufzudecken und neu zu definieren gilt. Ja, ich finde es fantastisch, wie das zusammengeschrieben wurde, und ich bin ganz dankbar, dass ich das jetzt hier einfach so zitieren darf und die Quelle eben unten beifügen darf. Für mich ist es einfach voll die Zeit, und das Größte, was für mich einfach ist, dieses wundervolle Mitgefühl, was wir unter Frauen uns so schenken können, und diese Liebe. Das bestärkt mich zurzeit so. Ich habe einfach eine sehr herausfordernde Zeit mit der Diagnose da am Gebärmutterhals. Und ich habe mich schon jetzt so vielen Schatten von mir gestellt. Und es ist einfach auch schön zu wissen, dass man nicht allein damit ist und dass es anderen auch so geht. Na gut. Also ich würde mich einfach freuen, dass ihr euch zusammentut in Kreisen und dass einfach wir auch zusammenfinden in unseren Kreisen. Dass, wenn wir jetzt einladen, dass ihr kommt und dass ihr einfach merkt, dass ihr auch für euch merkt, wie wichtig das auch doch ist. Wie sehr euch das bestärken kann, wie sehr euch das unterstützen kann. Was einfach für ein Geschenk ist. Sich mit anderen Frauen zu verbinden. Ja. Und es ist halt so, dass einfach das ein Mix ist aus, wir teilen, was in uns ist, ganz bewusst, im Redekreis, aber dass wir dann auch in die Stille gehen, in meditative Wahrnehmungen, dass wir tönen, singen, trommeln, tanzen, vielleicht einander sogar massieren, die Hände auflegen, einfach achtsam sind im Umgang miteinander und irgendwie spürig dafür werden, was jemand braucht, und schauen, wie wir uns das gegenseitig geben können und uns auch einfach selbst viel besser kennenlernen. Ja, vielleicht können wir uns in so einem Kreis auch so sehr öffnen, dass wir Seiten an uns kennenlernen, die so verborgen waren, dass wir das allein gar nicht entdeckt hätten. Ja. Okay, das ist das Zeichen.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr über Kommentare und über Teilen. Und am meisten freue ich mich, wenn wir uns einfach als Frauen zusammenfinden und zusammentun. Alles Liebe da draußen. Namaste.